Herzlich willkommen zurück bei Lufia. Welcome back again. Ja, ich bin wohl das letzte Mal noch in die Stadt gegangen zum Speichern. Wir hatten das Holzschwert noch gekauft, richtig? Ja, das Holzschwert. Da war ich ja, glaube ich, auch nicht so begeistert von. Gut, wir werden jetzt, glaube ich, denke ich, der Story weiter folgen. Dazu mussten wir, glaube ich, in das Königreich. Ich weiß es, ich hoffe, dass es das Spiel ist jetzt nicht zu leise. Ich hatte nur mal in die andere Aufnahme reingeguckt und ich habe es als sehr laut empfunden. Wir lassen uns mal überraschen. Ich müsste, glaube ich, nach Danubia, ne? Endlich wieder Lufia. Habt jetzt irgendwie zwei, drei Tage kam jetzt irgendwie nichts, weil ich so irgendwie vorproduziert hatte. Ich hatte da ganz vergessen, dass ich keine Folgen mehr habe. Aber jetzt kommt es ja wieder, jetzt bin ich auch hier gerade ein bisschen am Vorproduzieren und ja, wo war denn der König? Hier bei dir, Ritter? Irgendwas muss ich doch noch machen. Ach, die haben den Apfelrubin wieder, genau. Ich schwöre, dass wir alle tun werden, um diesen Frieden für immer zu halten. Prima, die haben den Apfelrubin. Genau, dann waren wir noch in dem anderen Königreich und die haben uns das Tor geöffnet. Dann konnten wir die ganze Welt bereisen. Ja, ich erinnere mich wieder. Dann muss ich mal gerade gucken. Zauber, Selan. Warp uns doch mal bitte. Nicht nach Auralio, da haben wir nämlich nur das Tor geöffnet bekommen. Ich glaube nach Arturia. Arturia. Genau, hier gucken wir mal rein, was hier so los ist. Aus dem Nordostturm kann ein seltsames kleines Licht. Ich möchte wissen, was dies bedeuten mag. Ich auch. Ich sah einen goldenen Mann vom Himmel kommen. Er landete auf dem Nordostturm. Wirklich? Gut, ich glaube, ich muss mit euch allen nicht reden. Ich gehe mal direkt zum König. Wer seid ihr? Ich dachte, alles wäre klar und jetzt soll ich dieses verflixte Juwel besorgen. Ohne mich, ich bin kein Krieger. Was denkt sich Sinnefer überhaupt dabei? Noch ein Juwel? Ich bin nicht mehr ganz in der Story drin, ihr merkt das, ne? Komm ich mal hier zum Captain. Guten Tag. Sinnefers Bedingung ist es, hier den Juwel aus dem obersten Stockwerk des Nordostturms zu bringen. Dort gibt es aber Monster und während der Nacht scheint ein mysteriöses Licht. Ja, dann gehen wir doch dahin. Prima. Ab in den Nordostturm. Habe ich jetzt aber gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wir gucken da jetzt einfach mal hoch. Nordost ist hier so mehr über die Brücke, ne? Na, so. Ja, kommt. Jetzt nicht. Ich sehe auch gerade, die sind alle so ein bisschen, sortier mal bitte. Ach, wir mussten noch was zum Heilen kaufen, ne? Zurück ins Königreich! Schlafen müssen wir nämlich auch mal. Was hier die Nacht kostet. Zwei Betten, okay. Dann müssen ja Guy und, wer ist der, Lexis, zusammen in einem Bett pennen. Die anderen beiden sind ja verheiratet. Lexis war's, alles klar. Ach ja, Shop. Entschuldige, bin ein bisschen verplant. Willkommen, hier findet ihr gute Waffen. Was hast du denn so? Tropfen, Tropfen, Tropfen? Nein, ich hätte gerne Tränke, Tränke, Tränke. Das haben wir alles schon besser, ne? Nö. Habt ihr hier keinen Itemshop? Okay, ich merke schon, ich muss wahrscheinlich schnell mal woanders hin. Oh, falsche Taste. Zauber, Selan. Warp uns mal bitte in irgendeine Stadt, wo ich mal was kaufen kann. Wie zum Beispiel hier die Schicksalsinseln. Prima. Nein, Shop. Vielleicht ist es hier so ein allgemeiner Shop. Wenn ich gehe hier drüben in eine Kneipe, da kriege ich bestimmt was. Waffen, Waffen, gibt wirklich nur Waffen. Runter, das sind dann Rüstungen, nehme ich an. Und noch weiter runter ist der Itemshop. Also wenn ihr bei mir nichts findet, dann ist euch wirklich nicht mehr zu helfen. Waren. Krafttrank füllt KP auf. Kraftsirup füllt eine Menge KP auf. Dann würde ich doch bald sagen, müssen wir ein paar hiervon nehmen, oder? Wie viel haben wir nicht?
31 hiervon und vielleicht nochmal 99 hiervon. Ne, Kopfwasser können wir uns schenken, denke ich. Och. Das ist hier wieder so ein Treppenchaos. Moment mal, gerade ich muss mal ganz schnell hier den Timer stellen. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir jetzt hier wieder dabei sind. Zack, Timer an. Aber ich mache jetzt einfach mal nach Gefühl. Das wird wahrscheinlich eh nix. Ist aber auch egal. Zauber. War ja bis jetzt eher alles nutzlos, was ich gemacht habe. Ne? Muss ja eh erst wieder reinkommen. Genau, hier wollten wir hin. Und dann nach Nordosten. Oh ne. Gegen euch will ich bestimmt nicht kämpfen. Nordosten. Ach komm, jetzt hauen wir da mal drauf, mal gucken. Aber sie macht so keinen Damage, ne? Also absolut nicht. Normal draufhauen ist für sie wohl nicht mehr. So, da ist unser Türmchen. Dann gehen wir da mal rein. Nordostturm, Erdgeschoss. Ist es verschlossen? Ich brauche den Auftrag. König, das war doch schon alles klar. Da ich nicht kämpfen will. Warpen wir wieder. Den anderen haben wir das gebracht. Da muss ich doch jetzt eigentlich in Arturia. Die erwähnen doch hier alle. Ja, Turm. Was sagst du denn so? Unser Schloss ist nicht besonders reich, deshalb wird unsere Prinzessin den reichen Erik heiraten. Ich sehe die Prinzessin, ich suche den reichen Erik und so. Jetzt bin ich auf dem Türmchen. Hinter dieser Tür befindet sich Prinzessin Senefers Zimmer. Niemand kann die Juwelen zum Turm holen. Verzeihung, ich habe gerade über etwas nachgedacht. Wie kann ich dir helfen? Niemand kann ihn über das Turm holen. Ja, ich könnte das machen, wenn mir wer mal hier so einen Auftrag dafür gibt. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof gemacht jetzt mit der Story. Dass man hier echt immer ein bisschen nicht weiß, wohin und so. Die Bedingung, die Sinne festgestellt hat, ist wirklich schwer zu erfüllen. Ja, lass mich doch mal den Juwel holen. Ich gehe in den Turm, wenn ihr mir den Schlüssel dafür gebt. Ja. Wer wohnt denn hier? Da bin ich wieder drinnen, ne? Seth ist ein Soldat, der in diesem Schloss lebt. Seth ist der Leibwächter der Prinzessin. Er hat sich in sie verliebt. Seth? Ihr seid nicht von hier, oder? Ihr seht aus wie richtige Krieger. Du scheinst gute Augen zu haben. Nicht nur das, ich bin auch ein guter Krieger. Mein Name ist Seth. Ich bin Guy, das ist Maxi, Selan und Lexus. Ihr seid doch diejenigen, die Gales bekämpft haben. Toll, euch kennenzulernen. Sogar hier redet man von uns? Jeder, der etwas vom Kämpfen versteht, hat von euren Taten gehört. Wisst ihr etwas über den Typen, der auf dem Nordostturm gelandet ist? Auf dem Nordostturm ist jemand gelandet? Ja, seit seinem Erscheinen tauchen die Monster in Horden auf. Maxi, das könnte... Ja, das könnte einer der Höllenfürsten sein. Höllenfürsten? Es gibt noch drei weitere Höllenfürste, die genauso stark wie Gardes sind. Was? Wenn das wirklich stimmt, dann... Ja, das würde bedeuten, dass dieses Reich sich in großer Gefahr befindet. Okay, ich werde mir den Nordostturm später vornehmen. Die Wesen in dem Turm sind sehr stark. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stark. Ich werde sowieso in den Nordostturm gehen. Ich habe dort etwas zu erledigen. Was meinst du? Ich soll die Juwelen aus dem Turm holen. Und du hast dem zugestimmt? Damit unsere Prinzessin wieder glücklich wird. Ich muss jetzt gehen. Bis später, Jungs. Cool, dann macht er den Turm für uns auf. Feiner Zug. Wissen die das hier schon? Muss ich hier noch mit ihm reden? Sind das Bedingungen? Ja, machen wir. Er ist jetzt zum Turm gegangen, dann gehe ich von aus, wir dürfen auch zum Turm gehen. Ich will jetzt zum Turm. Achso, da kann ich mich ja nicht hinwarpen. Aber ich kann da ein bisschen rüber sprinten. Alle auf den Amok-Schädel! Danke. Turm. Nordostturm, Erdgeschoss. Das ist offen, ja.
Oh, ihr wisst doch, was jetzt kommt, ne? Wir gucken beim nächsten Mal wieder weiter rein, wie es hier so weitergeht, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.